Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Beim letzten Mal haben wir Commander Jupiter in Ewigenau besiegt, dann haben wir ein Fahrrad geschenkt bekommen und sind dann den Radweg runtergedüst. Und heute wollte ich eigentlich zwar... Ach, du bist ja dieses Tipps-für-Trainerschild. Heute wollte ich zwar eigentlich weiter Richtung Osten aufbrechen, aber mir ist dann aufgefallen, wir haben noch eine Route vergessen. Und zwar die Route unter dem Radweg. Die gibt es ja nämlich auch noch. Und da gibt es auch einiges zu erkunden. Und da ich das nicht auslassen will, nehmen wir das einfach mal mit. Und es wäre ja blöd, wenn wir das jetzt auslassen, dann später wieder kommen mit richtig overpowerten Pokémon. Da nehme ich dann das lieber jetzt mit. Das habe ich nämlich auch schon mal ein paar Mal gemacht, wo ich dann schon ein bisschen weiter war. Dann bin ich zurückgekommen und dachte mir, oh hoppla, die sind hier ein bisschen Schwäche. Lol. Dann habe ich dumm geguckt. Und dann hat es auch keinen Spaß mehr gemacht, wenn man einfach durchrusht. Hier sind auch ein paar Wanderer unterwegs. Hoppla, du hast mich erschreckt. Nun, dann lass uns kämpfen. Die guten alten Wanderer wieder mal. Tobias, wahrscheinlich mit einem Kleinstein. Nein, ein Onyx. Ja, immer diese Stereotypen bei den Wanderern. Die sich auch bewahrheiten. Man meint immer, sie haben Stein-Pokémon und dann haben sie auch welche. Aber, ach du Scheiße. Ne, das kannst du vergessen. Aber weißt du, wenn du dann auch wirklich Stein-Pokémon hernimmst, dann kann ich ja nichts dafür, wenn ich dann solche Vorurteile habe und dann meine, dass du Stein-Pokémon hast. Da darfst du dich auch gar nicht diskriminiert oder ähnliches fühlen. Denn dann bist du dann selber schuld, ne? Und Onyx ist jetzt gerade schneller als Bubbles. Das ist sehr bitter. Besonders, weil wir 5 Level über Onyx sind. Bubbles, Bubbles, Bubbles. Das müssen wir ändern. Auch wenn wir dagegen im Moment nichts machen können. Und Bubbles auch nicht eines der schnellsten Pokémon ist. Aber dass sogar Onyx schneller ist als Bubbles. Das ist wahrlich sehr bitter. Die Onyx geben auch schöne Erfahrung, diese Riesenschlangen. Das ist immerhin ein Vorteil, wenn man gegen sie kämpft, aber physisch einen Onyx anzugreifen ist so ziemlich eines der dümmsten Sachen, die man machen kann, denn das Vieh hat einfach eine immens hohe Verteidigung. Hat ja auch noch eine Weiterentwicklung, Stalos. Und Stalos Verteidigung ist dann nochmal höher, also echt krass. Also ohne effektive physische Attacken könnt ihr das gleich vergessen. Und am besten einfach speziell angreifen und den dann wegrippen. Wir könnten auch Bubbles nach vorne stellen. Wäre auch nicht verkehrt. Wir wollen hier ein bisschen die Level ausgleichen. Und jetzt sind wir in der bizarren Höhle. Jetzt ist es aber richtig dunkel. Ich hoffe, wir sind hier noch nicht falsch. Das wäre ja dann extrem bitter. Allerdings glaube ich, dass ich auf die ganzen Kleinsteine und so, die hier herin rumlaufen, keinen Bock habe. Ich meine, ich schaue jetzt noch ein paar Mal, ob vielleicht noch ein besseres Pokémon kommt, aber ich denke fast, dass das in dieser Höhle nicht der Fall sein wird. Kann mich aber ja auch irren. Bronzel. Ist ein Stahl-Psycho-Pokémon. Eigentlich auch nicht falsch. Aber ich habe jetzt keine Lust, dich zu fangen. Ich habe mir da schon andere Pläne gemacht. Ja, ja, in der Tat. Aber jetzt haue ich mir dann doch erstmal den Superschutz rein. Denn das wird mir dann doch ein bisschen zu behindert hier. Und ich hoffe, ich baue hier jetzt keinen Mist. Und ich hätte doch erst später wiederkommen sollen. Weil ich hier... Oh mein Gott. Warte mal. Oh mein Gott. Fail. Wir haben ja Blitz schon bekommen. Oh Gott, bin ich ein Idiot. Wir haben ja Blitz schon bekommen. Und ich denke mir, oh, hier ist es ja dunkel. Warum haben wir noch keinen Blitz? Ja, hier seht ihr wieder Inkompetenz pur. Also so dumm müsst ihr erstmal sein und verpennen, dass ihr ja Blitz schon bekommen habt. Das ist ja echt wieder...
Genial. Ja, so ist das gleich um einiges angenehmer. Jetzt dürfen wir uns bloß nicht anstellen, aber es scheint hier immer wieder nach Nordwesten zu gehen. Oder ist das hier irgendwie eine Verarschung? Ja, jetzt geht's auch mal nach Osten. Ich bin gespannt, was uns hier drinnen erwartet. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht mehr. Ob sich hier auch mal was Interessanteres finden lässt als nichts. Hey, das kann doch nicht sein. Bin ich gerade ein bisschen behindert? Sieht ja hier alles gleich aus. Oh, hier ist ein Trainer. Ein Doppelkampf. Nehmen wir mal Hawkeye statt Flash mit. Ein Doppelkampf gegen Pfadfinder. Jedes gute Picknick benötigt einen passenden Ort, gutes Essen und einen guten Kampf. Wer ist das hier, dein Boyfriend? Du hast dich nicht auch verlaufen? Ne, warte, du hast dich auch verlaufen? Ach, nicht? Ist ja auch unwichtig. Lass uns gegeneinander antreten. Er fragt mich also, ob ich mich auch verlaufen habe. Ja, das ist ja gut. Wenn du ein Pfadfinder bist und findest deinen eigenen Pfad nicht, wie kannst du es dann wagen, dich überhaupt Pfadfinder zu nennen? Und ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil... Nein, stopp. Wir greifen mit Blubstrollen natürlich Hutgut an, weil ich eigentlich dachte, dass wir hier drinnen Begleitung bekommen. So wie im Ewigwald. Aber dem ist irgendwie nicht so. Oder ich bin an ihr vorbeigelaufen. Ja, dann bin ich selber schuld. Aber eigentlich müsste hier drinnen jemand sein. Ach, wird schon passen irgendwie. Wahrscheinlich bin ich echt einfach an ihr vorbeigelaufen. Inkompetenz hoch 10. Wie dem auch sei, kümmern wir uns erstmal um die Pfadfinder. Die Level sind immerhin ein bisschen interessant. Kommen ja doch schon relativ nah an uns dran. Geduld. Nee, nicht im Let's Play. Dafür habe ich nicht die Geduld. Könnten wir hernehmen, aber... Da habe ich keine Lust dazu. Wäre mir auch zu tricky. Das können wir sein lassen. Shinux. Das arme Shinux. Level 20 und trotzdem nicht entwickelt. Was denkt sich der Trainer nur dabei? Manometer. Jetzt darfst du aber dann auch mal den Abgang machen. Hast dir nichts zu melden, du unentwickeltes Shinux, du. So, ja, hoffentlich findet ihr mal den Weg aus der Höhle. Ich bin auf jeden Fall im Moment ein bisschen, ja, verplant. Schutz wirkt nicht mehr. Ah, das ist ja toll. Dann hauen wir uns auch mal in den Schutz rein. Und ja, ich bin ein bisschen verwirrt in der bizarren Höhle. Ich hoffe, ich habe keinen Mist gebaut. Jetzt haben wir immerhin nur noch einen Weg und müssen uns nicht entscheiden. Ich hoffe, das bleibt doch so. Na? Na? Da nochmal ein Doppelkampf und schon wieder ein Schutz weg. Na, jetzt komm doch. Ich lasse jetzt mal den Doppelkampf hier einfach mal so links liegen. Und schaue mich gleich mal weiter um. Na? Ach, da bist du ja, Gott sei Dank. Bist hier hinten. Ich bin Orisa. Ich wollte Pokémon fangen und habe mich verirrt. Ich habe Angst. Bitte, bitte bring mich zum Ausgang. Kein Problem. Ich werde deine Pokémon immer bei guter Gesundheit halten. Na, das ist ja nett von dir. Ja, wieder eine Begleitung. Diesmal Orisa. Hört sich ja zum Glück auch fast gar nicht an wie Reise. Ne? Wir müssen sie also aus der Höhle bringen. Ich dachte, wir müssten die Höhle mit ihr erkunden. Na, was seid ihr hier für Gestalten?
Du siehst aus, als hättest du genau das Pokémon, das ich suche. Ja und? Was gebe ich dir nicht? In Höhlen und Tunnel findest du zweierlei, auf jeden Fall. Ruinen Maniacs und Zubat! Na, damit hat er wohl oder übel recht. Auch wenn mir glücklicherweise noch kein Zubat hier drinnen begegnet ist. Aber der hat einen Kaumelat. Wie geil ist das denn bitte? Und warum ist Bubbles verletzt? Orisa, hast du nicht gesagt, dass du mein Pokémon hier up to date hältst? Ja toll. Hätte ich ja gleich lieber Raissa bei mir, weil die hätte meinen Bubbles auch geheilt. Nicht so wie du. Lässt dir erstmal meinen Bubbles halb abkratzen. Das ist also der Dank dafür, dass ich dich aus der Höhle bringe, wat? Na, wenn's schon so anfängt, kannst du dir den Weg auch gleich alleine suchen. Ich schätze mal, dass sie die Pokémon erst nach dem Kampf heilt. Und da wir noch keinen Kampf mit ihr, ja, bestritten haben, heilt sie uns auch nicht. Aber dafür hat sie ein übermächtiges Kadabra. Stufe 26 mit Konfusion und Schockwelle. Kann sich echt sehen lassen, ja. Da frage ich mich allerdings, warum sie den Ausgang nicht alleine findet, wenn sie hier solche Über-Pokémon dabei hat. Kadabra ist ja doch ein sehr starkes Pokémon. Kann sich ja nochmal weiterentwickeln durch Tausch zu Simsala. Und das ist dann wirklich der Shaker schlechthin. Aber gut, ja. Warum nicht? Ist natürlich schwer, ein Kadabra hier zu erlangen. Wenn man keinen Tauschpartner findet. Meh. So, vielleicht finden wir hier irgendwas. Ein Indigo-Stück. Na, dann war das hier immerhin nicht umsonst. Ich dachte mir schon, hä, warum ist denn hier nichts? Aber das hat schon alles seinen Grund. Die Entwickler würden uns hier nicht einfach ins offene Messer laufen lassen. Nee, so asozial sind die nicht. Allerdings habe ich nicht mitgedacht. Und habe nicht genügend Schutz. Na, das ist ja wieder mal sehr professionell hier. Oh ja, geil. Greif mich an. Yeah. Unix und Zubat. Genau die Pokémon, die wir auch schon haben. Ja gut, ich sollte mich nicht be... Flucht gescheitert. Dein Ernst? Ich wollte gerade sagen, ich sollte mich nicht beschweren. Weil ich ja vorher vor dem Bronzel davongelaufen bin. Ja gut, wenn du jetzt schon hier die Gegner zerstörst. Ach, jetzt habe ich mich verklickt. Ich wollte eigentlich einen Blubstrahl raushauen. Es tut mir leid, wir werden hier umsonst aufgehalten, weil ich zu inkompetent bin, Schutz zu kaufen. Ja toll, jetzt bin ich geflohen. Ach, das ist ja hier schon wieder alles Mist. Ich versuche hier mal durchzugehen und nicht durchzulaufen, geschweige denn Rad zu fahren. Denn normalerweise ist die... die wilde Pokémon... Wie sagt man denn da? Also die Chance, dass ein Pokémon erscheint, ist geringer, wenn wir gehen statt laufen. Muss man auch sehr hart feststellen, wenn man in Pokémon Heart Gold und Soul Silver läuft. Also den Remakes der zweiten Generation. Denn da kommt dann wirklich bei gefühlt jedem zweiten Schritt ein wildes Pokémon. Und das kann einen dann wirklich richtig auf den Sack gehen. Aber wer in eine Höhle geht, ohne genügend Schutz mitzunehmen, ja, der ist auch irgendwie selber schuld dran. Und es tut mir ja auch leid. Besonders da hier drinnen nicht wirklich viel Typenvariation ist. Aber mei, jetzt sind wir schon da. Und ich laufe einfach trotzdem durch. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der richtige Weg liegt. Ich habe keine Brotkrümel mitgenommen, die ich dann hinter mir lassen könnte und mich dann daran orientieren könnte. Nein, ich mache das hier wie ein richtiger Mann. Wahrscheinlich gibt es ja auch irgendeinen Trick, damit man den richtigen Weg auf Anhieb findet. Nur bin ich dafür einfach zu dämlich. Früher oder später werden wir schon den richtigen Weg finden. Ich frage mich ja, wie lange Orisa schon in dieser Höhle hängt. Das arme Mädchen. Hätte ja zumindest ein Fluchtseil mitnehmen können. Aber nein, ach, hier ist ja schon der Ausgang, Gott sei Dank. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht irgendetwas mega Interessantes zurückgelassen habe.
Aber ich glaube, die interessanten Dinge, die kommen erst später. Werdet dann schon sehen, was ich meine. Ja, Orisa, tut mir leid, hätte ich dich früher gefunden, hättest du bei dem anderen Doppelkampf auch dabei sein können. Oh, da ist ja der Ausgang. Ich will stärker werden, damit ich nicht mehr so ein Hasenfuß bin. Luki, mach's gut und vielen Dank. Ja, toll. Ich bekomme nicht mal eine Belohnung. Ja, das ist ja hier wieder klasse. Ich helfe dem armen Mädchen aus der Höhle zu kommen. Was ist der Dank dafür? Nichts. Genau. Danke, Nintendo. Hätte ich mir eigentlich diesen Teil der Höhle auch sparen können. Und warum ich sage diesen Teil, hat einen ganz besonderen Grund. Ich habe nämlich noch vor, in diesem Part eine andere Höhle zu betreten. Aber davor will ich nochmal zurückgehen und ein bisschen Schutz einkaufen, denn das geht ja wirklich gar nicht, dass hier so viele Pokémon auftauchen. Manometer, die wollen mir aber auch alle auf die Nerven gehen. Ich habe keine Lust auf euch, langweilt mich nicht. Ist das hier jetzt die Strafe Gottes? Was habe ich verbrockt, damit ich das hier erleben muss? Ist in Ordnung, Kleinstein. Ich kann dich verstehen. Wenn ich hier auch mein ganzes Leben lang verbringen würde, würde ich auch jeden anspringen, der vorbeigeht. Ich kann es ja verstehen. Jetzt aber nichts wie nach Erzählingen. Kaufe ich hier erstmal eine super Sparpackung an Superschutz. Oder was sie eben da haben. Denn das kann ja echt nicht sein, dass ich hier dann ohne Schutz reinlaufe. Hätte ich mir auch schon vorher Gedanken machen können. Na, wo ist er denn, der Supermarkt? Da ist er. Yo, Leute, ich brauche ein bisschen Superschutz. Haut mal her hier. Na, du? Na, ich hab noch nicht mal Superschutz. Ich kaufe vielleicht mal 20. Kann echt nicht sein. Sollte fürs Erste auch ausreichen. Wenn es auch ein bisschen Loch in meine Geldbörse gemacht hat. Kann man nichts dran ändern. Müssen wir durch. Und jetzt nichts wie zurück. Diesmal können uns auch mal die Pokémon, ja, den Senkel knutschen oder was auch immer. Denn fuck this shit. Ich habe Superschutz beziehungsweise Schutz. Könnt mir jetzt gar nichts mehr. Ich fahre jetzt durch mit Fullspeed. Na, wo war das denn nochmal? Hier muss das gewesen sein. Hier irgendwo muss sich nämlich noch ein weiterer Eingang befinden. Na? Nein, 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 nein. Ah! Hier sind wir also in der, ja, im zweiten Bereich der bizarren Höhle. Und dieser Bereich ist um einiges interessanter. Hier gibt es nämlich ein paar andere Pokémon. Und ich hoffe, wir können auch schon die TM erhalten, die es hier drinnen gibt. Denn das ist echt geil. Brauchen wir auch ein paar Jump-Skills. Muss mich nur kurz umsehen. Ja. Hoffentlich finden wir auch das Pokémon, das ich finden will. Ja, genau. Wie, wo, was? Weiß Obi. Unser Ei schlüpft. Ein Togepi. Yeah. Du willst einen Spitznamen? Bist du ein Mann oder eine Frau? Du bist ein Mann. Dann habe ich schon den perfekten Namen für dich. Bin sicherlich der Erste, der auf diesen Namen kommt. Ist ja auch so intuitiv gewählt. Eggman. Wer kennt ihn nicht, den Bösewicht aus Sonic? Na, Bronzel, du wieder am Start. Leider bist du nicht das Pokémon, das ich suche. Ich suche ein anderes Pokémon, auf das ich echt Bock habe. Vielleicht finden wir es. Ich hoffe es doch. Ja. Ein Top-Äther. Cool, cool. Muss ich nur schauen, wie ich das so ein bisschen anstelle. Perfekt. Na? Kleinstein, nein, du bist wahrscheinlich nicht das Pokémon, das ich suche. Nö, nö. Nicht du.
komm mir nicht in die Quere. Vielleicht, ja, jetzt. Jawohl, ein Kaumelat. Kaumelat, ein Drachen-Pokémon. Auch das Drachen-Pokémon dieser Generation. Gibt ja sonst kein anderes, oder? Lasst mich überlegen. Nein, ich denke nicht. Ein wirklich sehr cooles Drachen-Pokémon. Entwickelt sich auch ein bisschen früher als die anderen Drachen-Pokémon. Und zwar die letzte Entwicklung auf Stufe 48. Ach du Scheiße. Du kannst ja Drachenwut. Holy shit. Sehr OP in diesem Verlauf des Spiels. Ja, es entwickelt sich auf Stufe 48 in seine finale Form. Ganz im Gegensatz zu zum Beispiel Dragoran. Das entwickelt sich ja schon auf Stufe... Es entwickelt sich erst auf Stufe 55. Hat man also einiges zu trainieren. Aber ich denke, 48 ist noch im Bereich des Vertretbaren. Kann man sich mal antun und es wird ja auch zu einem echt geilen Pokémon. Jetzt hoffe ich allerdings, dass wir auch mal ein bisschen Glück haben hier. Sieht im Moment nämlich ziemlich mager aus. Und nebenbei nimmt es uns auch richtig auseinander. Wenn es dann zumindest mal mit Drachenwut angreift. Ich hoffe doch, es bleibt jetzt dann endlich mal im Ball. Komm schon, Kaumelat. I know you want it. I know you want it. Oh Gott. Und da macht Plipprin den Abgang. Ja, Drachenwut ist natürlich in diesem Verlauf des Spiels eine richtige Killerattacke. Macht nämlich immer konstant 40 Schaden, egal wie mächtig euer Pokémon ist. Und wenn man in dem Verlauf des Spiels ist, wo man noch nicht mal 80 HP hat und dann 2-Hit wird, ja, nicht schlecht. Ich hoffe, ich habe auch genug Pokebälle. Ich habe noch 9 an der Zahl. Und in einem von denen wirst du doch wohl drin bleiben, oder? Komm schon, komm schon. Nein. Jetzt mach's doch nicht komplizierter, als es ist. Und bring dich ja nicht mit Bodycheck um, sonst rast ich hier aus. Komm schon, Kaumelat. You can do it. Just do it. Do it. Jawohl. So sieht's hier aus. Hab auch schon meinen Controller voll geschwitzt. Wegen der Angst, dass es sich selbst umbringt. Oder dass ich mir das Kaumelat hinter die Haare streichen kann. Weil es flieht. Den Spitznamen, ja gut, da fällt mir jetzt spontan keiner ein. Aber ich werde ihm einen Spitznamen Ewigenau geben. Das mache ich dann wahrscheinlich. Mit wahrscheinlich nicht. Das mache ich dann hoffentlich bis zum nächsten Part. Denn ich plane doch, Kaumelat mitzunehmen. Wir können jetzt damit den EP-Teiler, den wir im letzten Part erhalten haben, ein bisschen hochtrainieren. Denn Kaumelat ist echt ein verdammt geiles Pokémon, doch. Auch eines der Pokémon, die einem wahrscheinlich am besten im Gedächtnis bleiben in der vierten Generation. Weil es dann doch eine ziemlich zerstörerische Form hat. Jetzt bin ich natürlich noch an den Pokémon hier interessiert. An den Pokémon, genau. Nein, ich habe das Pokémon, das ich will, aber ich will hier ein paar Items abschauen. Besonders noch ein besonderes Item, das ich dann hoffentlich auch bald finde. Nein, du bist es nicht. Aber ich hoffe, ich schaffe jetzt den Sprung hier. Oder geht das überhaupt? Ja, es geht. Schön. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, immer wieder schön in den Beutel reingreifen und den Schutz versprühen. Haben sie ab der 5. Generation, glaube ich, besser gelöst. Da wird man dann nämlich gefragt, yo, dein Schutz geht aus, willst du gleich einen neuen aktivieren? Da muss man nicht einfach immer ins Inventar gehen, sondern kann einfach ja drücken und dann hat sich die Sache erledigt. Und wir können tatsächlich schon zu dem Item gelangen. Und zwar handelt es sich dabei um TM26 Motherfucking Earthquake. Ja Leute, Erdbeben. Eine Bodenattacke mit Genauigkeit 100 und Stärke 100. Also eine richtige Killerattacke. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, für wen diese Attacke bestimmt ist. Na, könnt ihr drauf kommen? Natürlich für unser neues Teammitglied. Dabei handelt es sich nämlich um ein Drachen-Boden-Pokémon. Eine sehr interessante Kombination. Weil bis dahin jedes andere Drachen-Pokémon den Typ Drache-Flug hatte. Bedeutet, lass mich kurz überlegen, Dragoran war Drache-Flug?
Dann in der zweiten Generation gab's kein Drachen-Pokémon. Nö. In der dritten Generation dann Brutalander, Dracheflug und Altaria, Dracheflug. Ja. Obwohl, nein, stimmt nicht ganz. Ich glaube, Libeldra, auch aus der dritten Generation. Weil mal die dritte Generation war ja richtig die Drachengeneration. Libeldra war, glaube ich, auch Dracheboden. Oder war das dann Flug? Nein, ich glaube, das war Dracheboden und hatte die Fähigkeit Schwebe, genau. Ja, auch eine ziemlich geile Kombi. Und Kaumelat ist wirklich genial. Spätestens dann in der letzten Entwicklungsform ist es dann wirklich hier der Zerstörer im Team. Das kann ich euch versprechen. Allein dadurch, dass es jetzt schon die Attacke Drachenwut beherrscht auf Level 17. Die können wir also noch gut ausnutzen. Und dann auch noch Erdbeben. Das ist ja schon ein Typ Dracheboden, oder? Ja, genau. Ne? Genau. Er hält jetzt dann natürlich auch nochmal Stab auf Erdbeben und Leute, das wird abgehen. Vielleicht noch nicht jetzt, am Anfang. Da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen hochziehen mit dem EP-Teiler. Aber dann, wenn es erstmal ein bisschen gewachsen ist, haben wir hier einen richtigen Zerstörer im Team. Ja, das wird so geil einfach. Freue ich mich schon drauf. Eines dieser extrem beliebten Elemente in Pokémon, natürlich das Großziehen der Pokémon, wenn sie am Anfang noch recht schwach sind, aber dann doch wachsen, stärker werden, neue Attacken lernen, sich entwickeln besonders. Es ist echt genial. Also wer Pokémon nicht gespielt hat, der hat erstens was verpasst, finde ich, und sollte er dann doch, wenn möglich, nachholen. Er muss ja nicht alle Teile spielen, aber zumindest mal einen Teil gespielt haben, um sagen zu können, yo, ich habe auch mal Pokémon gespielt. Ja, Freunde, dann beende ich mal den Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal hat dann Kaumelat auch einen Spitznamen. Lasst euch überraschen, ich werde mir schon irgendwas einfallen lassen. Aber das dann erst beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!